Matthäus Kapitel 18, Vers 32, er sprach zu ihnen, geht hin, da fuhren sie aus und fuhren in die Schweineherde, eben ca. 2000. Und siehe, die ganze Schweineherde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und sie kamen im Wasser um. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch was mit den Besessenen vorgegangen war. Jesus hat ca. 2000 Schweine geopfert, um einen Menschen zu retten. Warum? Weil auch ein einziger Mensch es wert ist. Mehr wert ist als, was weiß ich, wie viel tausend Tiere. Dämonen haben natürlich zum Ziel, in jemanden zu fahren. Und wir lesen dann in Matthäus Kapitel 12, wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. Wird berichtet von jemandem, der eben von Dämonen befreit wurde, aber nicht gerettet wurde, offensichtlich. Und die Dämonen, was werden die machen? Sie wollen unbedingt eben wieder in den Menschen fahren. Und ich denke, deswegen lässt Jesus sie in eine Schweineherde fahren, damit sie eben nicht weiter ihr Unwesen treiben können.